Und Axana ist raus. Ohne Scheiß, das ist die schlimmste Aufnahme überhaupt, ey. Schon über 1000 verworfene Frames gehabt, jetzt hatte ich gerade. Ja, was soll ich sagen? Ich bin geflogen. Hatte keine Verbindung mehr gehabt. Und der Stream war unterbrochen. Das sind jetzt natürlich zwei Teile. Finde ich wunderschön. Ich könnte kotzen, ohne Scheiß. Jetzt muss er alles von vorne, also quasi aufnehmen. Und nächstes raus. Also so macht es echt keinen Spaß aufzunehmen, ohne Scheiß. Ich glaube, ich überlege mir das wirklich noch weiterhin live zu streamen. Und wird die amtierende Tag Team, ach, es sind nur noch AJ Lee, die diesen Sonntag auf Nikki Bella treffen wird. Jetzt wird die Chance und nicht raus. Und na, da gibt es einen kleinen Vorgeschmack quasi. Nikki Bella versucht sie zu eliminieren, aber das wird nix. Versuchen sie jetzt erneut, aber sie schaffen es nicht. Also Nikki Bella trifft auf AJ Lee und den Divas Championship. Werden sie jetzt die amtierende Tag. Ach, was will ich denn machen mit Tag Team, verdammt? Divas Champion ist. Nein, sie bleibt im Ring. Mein Gott. Wie sie die anpackt, ey. Voll an die Brust. Das ist doch Vergewaltigung. Wird jetzt Nikki Bella rausfliegen? Nein, sie fliegt nicht raus. Jetzt gibt's auch noch einen Double Team Move. Ja, Auszeit, warum? Macht doch nicht so einen Scheiß. Also ich muss mich nochmal an dieser Stelle entschuldigen für den Stream hier. Der läuft ja richtig beschissen heute. Oh Gott, ey, könnte ich überkotzen oder sowas. Wie gesagt, der erste Stunde quasi und Nikki Bella ist raus. Die amtierende Divas Championess wurde eliminiert. Und wird jetzt AJ rausfliegen. Er sieht ganz danach aus. Und tschüss! Natalia gewinnt das Match.
Glückwunsch an Natalia. So, ich werde jetzt einen kleinen Hinweis geben. Mein Gott, ey. Habe ich jetzt zwei Parts oder was? Ich mach mal. Haha, vielleicht ist der erste Part ja auch im Arsch. Dann raste ich wirklich mal aus, ja. Was ist das von heute? Heute, von der Stunde. Ich muss mal eben gucken. Nenn es einfach. Ja, funktioniert 1A, aber naja, ich bin nicht zufrieden damit, dass ich euch jetzt zwei Parts anbieten muss. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich kann das nicht zusammen machen, dann dauert das wieder mit dem Zusammen. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Also, heute nur Probleme. Naja. Könnte mit Abstand der letzte Livestream für Raw sein. Werden wir mal sehen. Kommen wir zum nächsten Match. Das ist das Tag Team Match zwischen John Cena und Batista gegen Big E Langston und Chris Jericho. Das gebe ich jetzt mal eben ein. Und dieses Match wird episch sein. John Cena, letzte Woche sein Championship, sein Undisputed Championship, ja, an Big E übergeben musste, weil er verloren hat. So, wo ist er? Da ist er, und der da. Alles klärchen. Gut. Das nächste Match beginnt. So, you think you're untouchable? The following contest is a tag team match. As erstes kommt zum Ring John Cena. But I'm forcing you to feel me. Whether fighting or spitting, my discipline is unforgiving. Got you backing up in a defensive position. An ass kicking anthem, heavyweight or bantam. Holding camps for ransom, the microphone phantom. Teams hit the floor, this the new fight joint. Like a broken needle, kid, you missing a point. We dominate your conference with offense that's no nonsense. My theme song hits, get your reinforcements. We strike quick with hard kicks, ducking ice sticks, bare knuckle men through fight pits, beat you lifeless, never survive this, get forgot like all timers, two-faced rappers, walk away with four shiners. Sein Tag Team Partner, Batista!
Ihre Tag-Team-Gegner. Als erstes kommt zum Ring der neue und amtierende BWW Undisputed Champion, Big E Langston. Haters get shook when they speak my name. All this pressure that's on my back. So much stress that's on my brain. I'ma just let y'all pop your trap. Y'all sit back while I pop champagne. Been your whole life trying to get like me. Trust me, dog, we are not the same. Who gon' burn it this morning? Feeling like who boning. Everything I do is a one of one. Can't copy me, can't clone me. Your girlfriend, she roam me. If she see me, then she own me. But it's all for one and it's one for all. So I pass her to my homies. And I'm back on top again. Better back up out my way. I need 50 mil a week. A new whip every day. This level that I'm reaching, y'all probably couldn't fathom. You couldn't see me in your dreams. And I do things you can't imagine. Mad cause I made it. Yeah, I know you hate it. When you talk to me, you know I talk to the greatest. Started from the bottom, then I elevated. Where I'm at, y'all probably won't make it. Hold up. Ain't nobody stepping up to me. Cause having everything ain't. Sein Tag-Team-Partner. Er ist der neue und amtierende BWW Intercontinental Champion, Chris Jericho. Main Event findet jetzt statt und das Match beginnt jetzt. John Cena beginnt und Big E auch. Die beiden letzte Woche im Main Event gab es das Match One on One und Big E Langston hat es tatsächlich geschafft, ihn zu besiegen. Jetzt kommt Batista rein. Das war natürlich der Schockmoment überhaupt. Big E Langston, der neue Undisputed Champion. Natürlich heißt er ja, wird der Titel quasi diesen Sonntag gewechselt. Und gibt es dann den BWW Heavyweight Championship. Der Eagle Championship. Könnten ja auch Eagle. BWW Eagle. Heißt das Eagle? Ja, ich glaube schon. Oder Winged? Ne, Winged hieß das doch. Ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls. Wir sind jetzt hier richtig weiter. Chris Jericho und Batista haben ja auch schon eine etwas längere Rivalität am Laufen. Und Batista will nur eins. Chris Jericho besiegen und sich das Gold zu holen. Denn jetzt hat er ja die Chance dazu. Vor 2 Wochen konnte er ihn besiegen. Bei WrestleMania hat er zwar verloren gegen Batista.
Chris Jericho, aber Batista ist wieder im Rennen. Schauen wir mal. Aus Versehen, Batista. Ach nee, das war geplant. Und der Wechsel folgt. Ja, Big E, der Champion, kommt in den Ring. Und läuft in den Counter von Batista. Und gerade läuft's richtig gut. Vom Stream-Verhältnis. Keine verworfenen Frames, komischerweise. Ich verstehe es nicht. Und am Programm liegt es nicht. Glaube ich nicht. Und gleich haben wir noch ein großes Main-Event vor uns. Denn da geht es darum. Wer wird den letzten Spot? Was ist jetzt los? Oh oh. Und sie bekriegen sich da draußen. Chris Jericho und Batista. Und sie werden beide rausgeschmissen. Sie werden raus. Sie sind raus. Das ist ein One-on-One-Match jetzt. Erneut. Zwischen John Cena und Big E Langston. Weil die zwei Streithähne es nicht lassen konnten. Gibt es jetzt quasi eigentlich ein One-on-One-Match, aber wir zählen es trotzdem als Tag-Team-Match, wie es sich gehört. Wer hätte das gedacht? Wird jetzt vielleicht John Cena seine Revanche kriegen? Und Konter von Cena. Reverage ist schon wieder im Weg. Ey, wie letzte Woche, nur im Weg stehen. Pisser. Oh, der hat gesessen. Referee. Eins, zwei, nur bis zwei. Warum die immer den Tisch kaputt machen wollen? Diese Rammler. Oh, Cena fliegt durch den Tisch! Die Fans rasten aus. Big Ending, oh oh! Und der geht durch. Ist es jetzt das Ende für John Cena? Und was kommt denn jetzt noch? Eine Powerbomb! Oder sein Sieg durch Countout? Wir sind bei 7. Nein, Cena steht wieder! Und er schlägt sofort auf Big E ein. Oh, Five Knuckle Shuffle. Und der geht durch. Und das Cover. Eins, zwei, drei. John Cena und Batista gewinnen das Match. So. Think you're untouchable. Word life. This is basic thugonomics. This is basic thugonomics. John Cena quasi sein
untouchable, but I'm forced to feel the revanche bekommen. This is basic thugging. Kann man nicht meckern. Glückwunsch. Jetzt sehen wir John Cena erneut wieder als Champion. Schauen wir mal. We strike quick with our hits, ducking ice sticks, bare knuckle men through fight pits, beat you lifeless, never survive this, get forgot like all timers, two-faced rappers, walk away with four shiners, the raw rhymer, John Cena feiert jetzt auf jeden Fall seinen Sieg, und wird so zu Action Rules gehen. Taking over Earth and still kicking in Uranus. Und wo wir schon bei Action Rules sind, nochmal die Mitteilung. Diesen Sonntag ist es soweit. Dann kommt Extreme Rules live. Das wird auf jeden Fall live kommen, auch wenn da Probleme sind. Aber wegen Raw müssen wir halt nochmal gucken, aber da wird sich einiges ändern, denke ich mir mal. Alles klar, es gibt eine kleine Pause und gleich geht es weiter. Extreme Rules diesen Sonntag mit der offiziellen Team Sick Boobies. You're going down. Doch, kommen wir jetzt zum nächsten Match. Und das wird, wie gesagt, in den letzten Spot gehen. Wir sind gespannt, wer die vier sein werden, die um den Championship Match im Elimination Champion, also Intercontinental Championship Match antreten darf. Das sehen wir jetzt.
Falling Contest is the main event of the evening. And it's a Fatal 4-Way Elimination Match for the last spot for the Elimination Chamber Intercontinental Championship Match. Als erstes kommt zum Ring The Undertaker. Als nächstes kommt zum Ring Randy Orton. You got your rules and your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your faith. I have a voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge to your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's drying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they count to me, they understand, they talk to me, they talk to me. All the doctors are Als nächstes kommt zum Ring Daniel Bryan. Und als letztes kommt zum Ring Dean Ambrose.
Und das Main Event beginnt jetzt. Ein Fatal 4-Way Elimination Match. Und der Sieger wird mit im Elimination Chamber Match dabei sein. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Ziel ist es in dem Match, jeden seinen Gegner zu besiegen. Quasi wie im Elimination Chamber Match. Das ist schon mal auf jeden Fall eine harte Probe. Eine Herausforderung. Undertaker und Dean Ambrose, beide ja bekanntermaßen im Stable, also Tag Team tätig, beide Real Evolution, wir wissen's, wer weiß wie das hier noch ausgehen wird, vielleicht treffen wir beide noch aufeinander, vielleicht sogar als letztes, das werden wir noch sehen. Nur einer kann gewinnen. Daniel Bryan kontert mit einem Neckbreaker. Und ein Kick gegen den Kopf. Doch, da bleibt Undertaker nicht liegen. Oh, ein Submission Hold gegen Dean Ambrose. Wird er jetzt aufgeben? Nein, wird er nicht. Und noch ein Submission. Aber draußen bringt ja eh nichts. Und im Ring versucht Undertaker Daniel Bryan zu besiegen. Big Boot! Und nach draußen ging's. Es gibt auch keine Disqualifikation, die ist ja wohl logisch, dass es da keine gibt. No Disqualifications, no Countouts, alles nur Pin und Submission only.
Und Daniel Bryan hat da richtig Probleme. Und Randy Orton versucht es schon wieder, seinen Gegner fertig zu machen. Und das Cover. Eins. Und durch den Tisch ging es mit Randy Orton. Sein Bein eher gesagt. Shining Wizard von Daniel Bryan und eine Powerbomb gegen Randy Orton. Und der RKO from nowhere. Aber Konter von Dean Ambrose. Oh, Daniel Bryan jetzt mit dem Signature-Move. Und boom, gegen den Kopf. Da wird das erste Cover folgen, genau. Eins. Nein. Und der andere kommt wieder angesprungen. Oh, Undertaker im Yes-Lock. Im Yes-Lock. Wird der Undertaker jetzt vielleicht aufgeben, aber das sieht nicht danach aus. Nein, er gibt nicht auf. Und da der Kane? Das war Kane? Was will Kane hier? Kane. What the hell is going on? Nein. Kane, der sollte gerade ein RKO folgen, kann das sein? Der ging Dean Ambrose. Wird Daniel Bryan jetzt aufgeben? Jedenfalls sehen wir da, Dean Ambrose hat den Tombs, ne, wie ist das? Piledriver abbekommen. Warum, Kane? Warum machst du das? Und da kommt der Chokeslam gegen Daniel Bryan. Und das, oh. Das könnte es aus für Randy Orton sein. Eins, zwei, nein. Jetzt geht es ja mal richtig ab. Und Daniel Bryan gelingt sein Comeback. Das Cover. Eins, zwei. Nächste Cover. Eins, zwei, drei. Dean Ambrose wurde eliminiert. Und jetzt Undertaker eliminiert. Eins, zwei, nein. Da sollte gerade der Knie folgen. Oh. Piledriver, Tombstone Piledriver gegen Randy Orton. Kane und, hilft etwa sein Bruder, sein Kumpel. Eins, zwei. 3, Randy Orton eliminiert. Jetzt noch Daniel Bryan und der Undertaker. Und der Undertaker ist hier schaffen durch Hilfe von Kane. Die Chancen stehen ganz gut für ihn. Und der Undertaker versucht jetzt zu pinnen. Eins. Nein. Nummer 1. Oh, Tombstone Piledriver soll jetzt kommen. Und der kommt. Das ist es. Undertaker wird im Elimination Chamber Match sein. Eins, zwei, drei. Jawohl, das Match ist vorbei. Und der Undertaker
ist tatsächlich dabei. Nur durch Hilfe von Kane. Undertaker hat es geschafft. Was? Randy Orton? Was macht der da? Keine Ahnung, wir kapieren es sowieso nicht. Jedenfalls wird der Undertaker im Elimination Chamber Match dabei sein und macht das Ding noch komplett zu. So, die sechs Leute stehen jetzt: Chris Jericho, Sheamus, Roman Reigns, Dolph Ziggler, Batista und der Undertaker. Das verspricht auf jeden Fall sehr interessant zu werden. Das war Raw für heute. Das war die letzte gemeinsame Raw-Ausgabe. Und in 2 Tagen nicht vergessen: Extreme Rules hier live auf Twitch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.